Moin, ich bin Maren aus Ostfriesland und ich bereite heute Sommerhähnchen zu. Dazu nehmen wir Hähnchenfilets und braten sie in Butterschmalz beidseitig an. Während das Hähnchen noch weiter in der Pfanne schmort, können wir die Soße mit dem Joghurt schon vorbereiten. Dazu geben wir den Joghurt, die Sahne, ein bisschen Salz und Pfeffer, Kräuter der Provence, den Zitronenabrieb und die Stärke dazu. Das wird jetzt gut miteinander verrührt. So, ich schaue mal wieder nach dem Hähnchen. Wenn das Hähnchen ein wenig Farbe bekommen hat, dann nehme ich es gleich aus der Pfanne heraus. Das muss noch nicht durchgegart sein, das kommt dann gleich ja noch in den Ofen und dann gart das Filet auch komplett durch. So, die Pfanne, die lassen wir auch gleich so auf dem Herd. Wir nehmen noch ein wenig Butterschmalz und dünsten das Gemüse ein wenig darin an. Das Gemüse wird nur leicht angeschwitzt, damit da so ein paar Röstaromen mit dran kommen. Während das kurz in der Pfanne noch bleibt, können wir das Hähnchenfilet schon mal würzen. Wir nehmen einfach ein bisschen Salz und Pfeffer und können auch schon die Tomaten mit dazugeben. Wenn die Frühlingszwiebeln dann etwas glasig sind, dann reicht das schon, dann können wir das schon mal wieder ausstellen und das Gemüse über das Hähnchen geben. Der ist jetzt noch ein bisschen fester, der Joghurt, aber das wird sich nachher mit dem Gemüse auch vermengen und dann wird das von alleine etwas flüssiger. Das Ganze kommt jetzt für etwa 30 Minuten Minimum und je nachdem, wie dick die Hähnchenfilets waren, vielleicht sogar auch noch etwas länger in den Backofen und schmort vor sich hin. Ja, jetzt kann der Auflauf zum Beispiel zu Reis serviert werden und ich kann nur noch wünschen, guten Appetit.